Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe ja jetzt zwei Videos über den Nautilus gemacht, beziehungsweise wie man den Kronos zum Nautilus portiert. Und da ist die Frage aufgetaucht, wie kann ich die Nautilus oder die M1-Bank von Nautilus in den Nautilus bekommen? Vorab sei schon mal gesagt, ihr bekommt das Ding nicht in den Kronos, das haben wir auch schon probiert, das klappt leider nicht. So, also, ich würde jetzt einfach mal hier suchen, Nautilus M1-Bank Quack. Kann man suchen, wie man will, wahrscheinlich so Amazona-Test. Und wir gehen jetzt mal hier direkt auf Kork, auf die Kork-Seite. Und können uns dann hier hoffentlich zum Download durchklicken. Erstmal viel Erzählerei, dann der Nautilus. Okay, und dann ist da offensichtlich kein... Doch, da. Ne, das ist der Nautilus Editor. Ich guck mal eben auf, Download hier. Okay, das ist tatsächlich nur der Nautilus Editor. Dann machen wir hier nochmal ein Download hinter. Und das ist der Systemupdater. So, dann gehen wir einfach hier mal drauf. Kork News im Shop. Und das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Gut, dann machen wir das nochmal anders. Wir gehen jetzt hier in den Kork Shop. Und wählen dann hier oben Sound Libraries, Kronos Nautilus aus. Wählen dann hier aus Kork, in der Hoffnung, dass das vom Kork ist tatsächlich. Und konnten auch hier den Nautilus auswählen. Jetzt ist das schon deutlich weniger. Und jetzt sollten wir hier im besten Fall ehrlich, jetzt komme ich mir ein bisschen doof vor. Wir geben jetzt mal hier M1 ein. Und ohne Scheiß. Das hätte ich mir jetzt einfacher vorgestellt. Dann machen wir noch mal was anderes. Dann geben wir jetzt nochmal hier Google ein und dann nochmal Kork Nautilus M1. Jetzt habe ich Nautilus falsch geschrieben. Jetzt gucken wir mal hier bei Amazon. Jetzt gucken wir bei Amazona und die werden wohl hoffentlich so, dann hier Testbericht zum... Achso, das ist der Kork Nautilus. So. Jetzt sind wir da. Ich packe den Link einfach unten in die Beschreibung. Dann ist das kein Problem. So, jetzt klicke ich auf Buy Now. Ich habe das schon mal gemacht. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob das nochmal so funktioniert. Dann klicke ich hier auf Checkout. Das kostet mich ja nichts. Im besten Fall bin ich schon einmal angemeldet. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ich gebe jetzt hier meine E-Mail-Adresse ein. Dann meine ganzen Daten und so weiter. Genau, so Telefonnummer braucht er nicht. Dann Continue to Payment. Error. Okay, er braucht doch eine Vornummer. Nehmen wir die, die es sowieso überall im Internet zu finden gibt. So, und jetzt No Payment is Requirement, Complete Order. Und dann sollten wir eine E-Mail bekommen. So, you will also, also wir können jetzt hier warten, da wird der Download-Link jetzt vorbereitet. Wir bekommen aber auch per E-Mail eine Nachricht.
Das machen brauchen wir jetzt aber nicht. So, jetzt klicke ich auf Download Now. Dann hat er das gedownloadet und wir bekommen eine ZIP-Datei. Ich habe jetzt hier meine M1 von Nautilus-Datei. Das war eine ZIP-Datei. Und hier steht ein Guide bei, eine Voice-Name-List und nochmal eine ZIP-Datei. Wir klicken jetzt einmal hier auf den Guide. So, dann gucken wir einfach mal eben, was da steht. Ich zeige das ja jetzt gleich alles im Video, aber damit ihr gesehen habt, dass da alles steht. Also erstmal brauchen wir Version 1.2.0 als Minimum auf dem Nautilus. Wir brauchen einen USB-Stick und die ungezippte M1 müssen wir da rüber kopieren. Das machen wir gleich. Before loading, make sure, wir machen ein Backup. Wie das geht, habe ich in einem Konos-Video gezeigt, das ich hier oben rechts verlinke. Das funktioniert beim Nautilus grundsätzlich ähnlich, aber kann ich auch noch mal zur Not zeigen, wenn ihr das wollt. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Man muss nämlich aufpassen, wenn man die PCG lädt, da steht jetzt hier auch, dass man durchaus Daten überschreiben kann. So, dann soll man da reingehen. Also wenn wir das auf dem USB-Stick kopiert haben, dann die Sample-Data laden, dann die PCG-Daten laden, das zeige ich gleich alles und dann ist das Ding eigentlich schon installiert. Voiceless brauchen wir nicht, so wir entpacken das jetzt mal hier eben. Achso, das kann ich ja einfach durch Doppelklick hier machen, netterweise. So, hier haben wir das sind die Samples, die wir brauchen, das ist die KSC-PCG und die Song-Datei. Ich nehme das jetzt alles, klicke auf Kopieren, dann gehe ich auf meinen Stick. Hier hatte ich, okay, das ist jetzt der andere Stick. Ich lege jetzt hier mal schnell einen neuen Ordner an, nenne den Nautilus. Das ist nämlich eigentlich mein MODX-Stick, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt kopieren wir das hier rüber. Das dauert ganz kurz. Die erste Datei, also der Ordner, dauert ein wenig länger, weil das ja die ganzen Samples sind. So, jetzt ist alles da. Ich kann den auswerfen und ich würde sagen, wir begeben uns dann mal an den MODX. Wir begeben uns mal an den Nautilus. So, wir sind jetzt am Nautilus. Ich habe hier meinen USB-Stick. Den USB-Stick stecke ich jetzt in den USB-A-Port. So, ist drin. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe den Nautilus in den Ursprungszustand versetzt. Also ich habe den Nautilus mit der Nautilus-PCG geladen. Wir tun jetzt also erstmal so, als ob der Nautilus frisch vom Werk wäre und wir noch keine User-Sachen auf diesem Gerät drauf haben. Ich erzähle euch aber auch, was ihr machen müsst und was ihr tun müsst, wenn ihr User-Sachen drauf habt. Wir fangen jetzt einfach mal an, wir haben einen frischen. Das erste, was wir machen, ist, wir klicken auf Mode, gehen in Media rein und wechseln hier unten auf den USB-Stick. So, jetzt seht ihr hier viele Dateien. Diese Unterstrich-Dateien und Ordner, die könnt ihr einfach vergessen. Das sind Sachen aus dem, hoppala, das sind Sachen, die Dateien, die der Mac erzeugt, die brauchen wir nicht. So, jetzt gehe ich hier auf den Ordner Nautilus, öffne den, hier wieder das gleiche und jetzt gehen wir mal in die PCG-Datei rein. Jetzt sehen wir hier Setlist Programs Combination Drum Kits. Ich klicke auf Open und dann sehen wir hier, dass wir hier zwei Setlists gespeichert haben. Und zwar in der ersten Setlist 000 sind alle Programs, in der zweiten Setlist 001 sind alle Combinations. Wenn wir jetzt wenn wir jetzt einen frischen Nautilus und euch egal ist, was mit den Setlists passiert, die schon drin sind hier auf der 000 und auf der 001, das ist eine leere, dann ist das total egal, dann könntet ihr an dieser Stelle die Sachen einfach überschreiben. So, wir gucken jetzt mal weiter, falsche Richtung, ab. Programs. Wir sehen jetzt hier, dass die Sounds in der Bank klein m sind. Da gehen wir jetzt auch mal eben rein, gucken, was da drin ist. Da ist nichts drin, so wie es aussieht, oder? Vielleicht zu schnell. So, die ist leer. Okay, jetzt gehen wir nochmal in Media. Jetzt gucken wir, was in den Combinations drin ist. Ich gehe stark davon aus, dass es Bank Groß M, dass die auch leer sein wird im Auslieferungszustand. Da ist M. So, sehen wir auch, ist leer.
User Drum Kits haben wir dann vermutlich auch nicht angelegt, brauche ich jetzt nicht nochmal reinklicken. Also, wenn ihr einen Nautilus im Auslieferungszustand habt, könnt ihr auf die PCG klicken, was ich ja schon getan habe. Dann klickt ihr hier oben die KSC an, damit ihr die Samples gleichzeitig lädt. Dann klickt ihr auf Append, weil ihr ja die alten Samples behalten wollt. Das heißt, ihr hängt die hinten dran und löscht nicht das, was schon auf dem Konos drauf ist. Und dann befinden sich die Sachen in der Bank M und in der ersten Setlist. Alles relativ einfach. Jetzt drücken wir auf Cancel und gehen davon aus, wir haben schon Sachen drin. Dann muss ich reingehen auf Open und dann fange ich mal mit der Setlist an. Klicke wieder auf Open, klicke auf Load. Jetzt weiß ich, ich habe hier die Preload-Setlist, die möchte ich aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, behalten. Kann ich jetzt hier unten draufklicken und einen freien Slot auswählen. Ich nehme jetzt hier mal einen Slot weiter hinten, den Slot 15. Vielleicht möchte der Marius die ja nachher auch benutzen. Klick auf OK. Jetzt seht ihr das da rein. Und die Combination klicke ich wieder auf, also die Combination-Setlist klicke ich wieder auf Load. Pack die auf 16. Gelaufen. Jetzt gucken wir uns in der Setlist mal an, ob das so geklappt hat. Ich bin zu doof mit dem Touchscreen. Genau, ist da. So, da ist jetzt natürlich noch nichts hinter, weil er jetzt auf die Init-Programme verweist, die in Bank M sind. Und da taucht jetzt gleich schon das nächste Problem auf. Wenn wir jetzt wieder ein hochgehen und die Program Bank laden, kann ich jetzt entweder nochmal hier reingehen mit Open, kann jeden Sound einzeln laden, den auf eine Bank legen, oder wir laden jetzt die gesamte Bank mit Load. Und jetzt wähle ich aus, wohin. Jetzt gehe ich davon aus, ich habe meine Bank M leider schon in Benutzung. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann die Bank M woanders hinschieben. Wie das geht, könnte ich mal in einem anderen Video zeigen, wenn euch das interessiert. Also wirklich komplette Bänke tauschen. Oder ich wähle jetzt einfach mal eine andere Bank aus. Ich nehme jetzt einfach mal die letzte, die Bank T, klicke auf OK. Jetzt hat er das geladen. Jetzt gehe ich hier hin. Auf Bank T. Und da sind die Sachen. Ich habe jetzt leider kein USB-Kabel wieder dran, kommt jetzt aber Sound. So, klicke ich auf OK. Seht ihr hier oben, Samples not loaded. Weil ich die KSC nicht geladen habe und weil wohl irgendwo noch User-Samples, sondern neue Samples benutzt werden. Jetzt kann ich hier oben rechts draufklicken, auf den Pfeil. Und sehe dann hier unten, Load Required Samples. Da klicke ich jetzt auf OK. Nee, das ist eine dumme Idee, merke ich gerade. Wir machen das anders. Es ist sinnvoll, wenn ihr die Daten vorher einmal auf die Festplatte kopiert. Dann kriegt ihr nämlich nachher keine Schwierigkeiten mit dem Zuweisen. Also wir klicken jetzt auf Utility, kopieren die Daten rüber. Es ist sinnvoll, wenn ihr das vorher macht. Wir kopieren die jetzt einfach mal ins Oberverzeichnis hier. Ins Oberverzeichnis rein und dann ist das gut so. Er kopiert das, dann ziehen wir auch den Stick gleich raus, wenn er fertig ist, damit wir gleich keine Schwierigkeiten kriegen. So, das hat auf die PCG jetzt keinen Einfluss und das, was wir geladen haben. So, jetzt klicken wir nochmal rein hier in das Program, klicken jetzt auf Required Samples. Die sind jetzt schon drauf auf dem Gerät. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Load Required Samples oder die gesamte Bank laden. Wenn ich jetzt nur Required Samples lade, lädt er nur die Samples, die ich für dieses Programm brauche. Ich klicke mal auf Cancel. Und da sind bestimmt nochmal, ja, hier seht ihr, da werden auch nochmal Samples benötigt. Also macht es Sinn, wenn wir direkt die gesamte Bank laden. So, er hat die gefunden, weil die ja schon drauf sind. Und jetzt klicken wir auf Load. Und jetzt hat er die geladen und hängt die automatisch hinten dran. Also er hat jetzt das, was drauf ist, nicht gelöscht. Das zeige ich euch jetzt, indem wir hier in Global reingehen, in Sample Management. Jetzt sehen wir hier noch nichts, weil, warum nicht?
Weil er die, ja, ist eine gute Frage, warum? Eigentlich müsste er die jetzt anzeigen, hätte ich erwartet. Wir gehen jetzt in Sampling Mode. Ist eine gute Frage, warum er die da jetzt nicht anzeigt, aber ist okay für mich, weil er klingt jetzt anders, die Sachen sind da. Verstehe ich zwar trotzdem nicht, weil eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass die hier mit auftauchen, aber ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie viel Speicher hier verbraucht wird. Vielleicht hat er die jetzt doch mit reingeladen. Wir machen jetzt einfach mal weiter und gehen wieder in die PCG rein, in die Nautilus PCG, Open. Gehen jetzt in die Combinations und laden die auch auf eine andere Bank. Und dann fangen die Probleme an. Wir laden jetzt auf Bank N. Gehen in die Combinations rein, in die Combination rein, in Bank N. Und haben nur Init-Programme. Warum? Weil der auf die Bank N zugreift. Das ist das, was standardmäßig zugewiesen ist. Und er kann sich jetzt nicht merken, dass die Referenzen gewechselt sind, weil wir ja die Programme einzeln geladen haben. Zwei Möglichkeiten. Wir sehen hier immer noch die Referenz M. Entweder wir machen die Bank M frei. Wie das geht, zeige ich in einem anderen Video und kopieren die Programmbank dann doch nach zu M. Das zeige ich im zweiten Schritt. Oder aber wir sehen jetzt hier, dass er auf M23, M45, M27 und M1 wäre. Da wir die M-Bank ja jetzt einfach komplett auf die T-Bank geschoben hätten, könnten wir jetzt einfach hier statt M23 auch einfach reinklicken und einfach T 23 wählen. Das müssten wir jetzt mit allen Kombis dann machen. Das macht natürlich keinen Spaß. Deswegen ist es sinnvoller, wenn wir hier die Bank einfach in die M-Bank laden, in der Hoffnung, dass die frei ist. Ich zeige gleich noch eine andere Möglichkeit auch. Und jetzt haben wir die Combination fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ihr hört auf jeden Fall den Tastenanschlag. So, jetzt haben wir ja auch die neuen Samples da. Jetzt macht es tatsächlich Sinn, unter Media zu sagen, immer wieder nach ganz oben gehen, einmal auf Save All zu klicken und sich dann eine neue KSC zu speichern und die dann in den Autoload zu packen. Das funktioniert wie am Kronos. Da habe ich schon mal Videos zu gezeigt. Wir machen jetzt nochmal was anderes. Wir laden jetzt noch einmal die Nautilus, also die normale Nautilus-PCG aus dem Factory Sounds. Oben die Preload-PCG hier. So, die Samples bleiben jetzt im Speicher im besten Fall. Das ist aber erstmal nicht so schlimm. Jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn man die komplette PCG lädt. Wenn man die komplette PCG lädt, wir klicken hier auf Load, jetzt wählen wir die KSC nochmal an, damit er die direkt mitlädt. So, jetzt können wir hier einiges auswählen. Und da steht, dass die KSC-Datei schon als User-KSC geladen wurde. Deswegen tauchte die da auch nicht auf, weil das direkt von SSD gestreamt wird. So, wenn ich jetzt auf OK drücke, dann überschreibt er die Bänke M, was ja im Endeffekt für mich egal ist, und legt es direkt da ab, wie wir vorhin gesagt haben. Also direkt auf Bank M, sowohl bei der Combination als auch bei dem Program. Wenn ihr einen leeren Kronos habt oder die Bank M sowieso frei ist, ist das tatsächlich der sinnvollere Weg, um nicht alles neu zuweisen zu müssen. Alternativ könnt ihr das auch über PCG-Tools machen. So, wir klicken jetzt nochmal auf. Die KSC brauchen wir nicht, deswegen meckert der. Wir klicken jetzt hier die KSC weg. Song nehmen wir mit. Klicken auf OK. Seht ihr erst die Songdaten einmal. Dann gehen wir auch einmal in den Song-Mode rein. So, jetzt gehen wir einmal kurz in den Sequenzer-Mode rein. Sehen wir hier, dass hier Songs sind. Wenn wir hier Play drücken, kommen ein paar Demo-Sachen. Das hat alles wunderbar geklappt. Wir gehen jetzt in die Kombi. Sind in M, das funktioniert wunderbar. Und wir können jetzt hier in die M-Bank gehen
Und da sind die Sounds jetzt auch da. Jetzt gehe ich nochmal hier rein und wir sehen hier wieder KSC Autoload, dass wir nur die Preload laden. Das heißt, wir würden jetzt die, war auch gerade Quatsch hier mit dem Sample Management, was ich gezeigt habe. Wir würden jetzt die Preload laden, aber beim Starten würde nicht die KSC vom Nautilus geladen werden. Da hätten wir zwei Möglichkeiten. Wir können einmal Add KSC machen und dann die M1 von Nautilus KSC einfach mit hinzufügen. Das können wir so machen. Jetzt können wir einmal noch mal eben gucken, was hier angezeigt wird. Ob sich das verändert. Das war die falsche. So, aber der lädt trotzdem nicht. Doch, er zeigt da die 12 an. Das ist einfach so wenig. Das habe ich jetzt ohne Brille, sorry, nicht gesehen. 0. So. Jetzt würde er die Samples einfach mitladen, hätte die dann auch im RAM. Ist für die 12 Megabyte wahrscheinlich oder 13 Megabyte total egal. Das sollte keinen stören. Aber wenn wir das jetzt nicht wollen, dann müssten wir noch eine Userbank erzeugen. Und das würde gehen, indem wir auf Media klicken. Auf Save. Save All oder Save Sampling Data und dann erstellt er die User Sampling Datei. Wie das geht, habe ich euch für den Konus gezeigt, kann ich euch für den Nautilus auch nochmal zeigen.